Sieht gar nicht mal so verkehrt aus, ja. Das Ding. Gut. Auch gut. Nochmal, ja, sicher. Gerade schneller als ich denken kann. Hallo, ich bin Max und ich komme heute, um mein neues Rad abzuholen. Ich habe richtig, richtig Bock. Freue mich. Santa Cruz Nomad. Genau. Viel Federweg, viel Spaß. Ganz schön. Schick. Ganz schön schick. Ja, schon ganz schön toll. Wir fahren jetzt gleich auf den Rosskopf hoch und dann drehen wir die erste Runde auf dem Rad und dann zeigen wir euch das halt auch nochmal im Detail. Genau, ein bisschen ausprobieren, was hier so geht. Ne, es bleibt nicht lange sauber. Aber dafür ist es jetzt umso schöner. Das ist für mich auf jeden Fall die erste elektrische Schaltung. Ja. Aber entspannt hat man ja eigentlich fast nur Gutes gehört. Das ist ja auch schon Erfahrung. Ne? Ja, also ich fahre die ewig lang. Ich habe die auf tatsächlich all meinen Fahrrädern außer auf dem Stadtrad. Ich komme davon auf jeden Fall nicht mehr los. Also klar, Nachteil, das ist nicht günstig, aber Vorteil, es verträgt auch echt viel. Schaltfeeling finde ich cool und ist halt super einfach dann fürs Setup, also wenn du das tauschen musst, hast du halt keine Kabel mehr und so Zeug. Ja, ansonsten würde ich immer kurz bevor du losfährst, quasi einmal kurz bewegen, dann wacht das Schaltwerk auf und dann einmal gucken, ob die Lampe grün ist. Das hat der Akku noch voll. Für richtig Long Days oder für ein super wichtiges Rennen kann man hier auch einen zweiten Akku reinmachen. Habe ich auch dann immer dabei. Also so einen kleinen Access-Akku. Musst du halt wissen, was du hier reinmachst. Ich habe hier dann so Mini-Pumpe-Patrone-Akku, Schaltauge. Dann hast du da das Wichtigste drin, aber das musst du natürlich wissen, wie du es nutzt. So. Ja. Ja, das ist natürlich super komfortabel mit dem Ding da. Genau, dann haben wir ja bei dir einmal Bremsen-Upgrade gemacht. XT4-Kolbenbremse. Muss wahrscheinlich nicht viel dazu sagen, die fährst du auch schon länger. Also es ist natürlich ich schon lange, ist 1A. Ja. Ist einfach immer bewährt. Genau. Gabel ist auch 38 mit Grip 2. Also ich habe auch die gleiche Gabel im Mega Tower. Funktioniert super. Was du noch einstellen willst, natürlich Fahrwerk-Setup und so ein bisschen Details. Wir haben es jetzt einmal halt grund eingestellt, so mit Cockpit. Ja, da hast du dann deine individuellen Einstellungen. Dann nehmen wir das schöne Ding mal mit und gehen Rad fahren. Wir sind jetzt an der Jugendherberge und testen das Ganze mal. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus, das Ding. New Bike Day, Mann, bin ich hyped. Richtig, richtig schön. Ganz schön gut. Dämpfer-Lockout und hoch damit. Hat gut funktioniert, hier hochzufahren. Vom Rosskopf und fahren jetzt zum Bahn to the Bone. Ich würde sagen, es geht los. Ersten Meter. Verdammt gut. Nochmal, ja, sicher. Gut. Bist du hochgesprungen für meine Aufnahme? Ja, Mensch. So ein Ärger. Wir müssen fast nochmal. Also, wir sind jetzt am Ende von der Sektion 1 am Baden to the Bone und sind hier die Jumpline ein paar Mal gefahren. Ja, man merkt auf jeden Fall, wie agil das Rad ist, wie es fliegt und gerade durch das Mallet fühlt sich sehr, sehr gut an. Man merkt natürlich auch, dass es viel Federweg ist, aber gerade für so viel Federweg kann man es in der Luft noch ziemlich gut querstellen und bewegen und fühlt sich doch ziemlich verspielt an. Es ist nicht klobig, sondern wirklich leicht und flow. Es hat Spaß gemacht. Aber sowas von. Trotzdem hier in engen Kurven schön rumgedrückt bekommt. Also wirklich richtig toll. Bremsen eingebremst.
Ja. Ja, das war die erste Ausfahrt mit meinem neuen Santa Cruz Nomad. Ich bin richtig happy, hat Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und bei Fragen einfach einen Kommentar schreiben oder bei uns im Shop in Freiburg vorbeikommen. Dann sehen wir uns auf den Trails und bis bald.